Es sind unschöne Bilder, die die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus veröffentlicht hat. 5 Hühnermastbetriebe aus den Kantonen Bern, Freiburg und Waadt haben darum eine Strafanzeige am Hals. Der Vorwurf: Tierquälerei. Zusammengefärbte Hühner, Tierkadaver und ausgekugelte Beine. Die Bilder von diesen Mastbetrieben, die nicht genannt werden dürfen, haben die Stiftung Tier im Recht dazu bewogen, Strafanzeige einzureichen. Unter den angezeigten Betrieben einen aus dem Berner Seeland. In diesen Mastbetrieben wird häufig eine Mortalitätsrate einfach so in Kauf genommen. Das geht natürlich nicht. Wir haben das Schweizer Tierschutzgesetz, das ganz klare Vorgaben gibt, Fürsorgepflichten, die jeder Halter muss einhalten muss. Und hier wollen wir einfach Behörden aufmerksam machen. Es kann nicht sein, nur weil etwa 18'000 Tiere hat, dass man dort allenfalls mit Tierschutzstandards oben runterkommt, sondern jedes Tier hat in der Schweiz einen Schutzanspruch und dem muss man gerecht werden als Halter. Die Mortalität bei so einem Mastbetrieb liegt bei ungefähr 2,5%. Dass Tiere sterben, das sei anders gar nicht möglich, teilt uns der Kantonstierarzt Reto Wies heute schriftlich mit. Dass einzelne Tiere krank oder verletzt sind oder auch verenden, kommt in jeder Tierhaltung vor. Maßgebend zur Beurteilung, ob im Betrieb ein Tierschutzverstoß vorliegt, sind die Umstände und insbesondere ob der Tierhalter oder die Tierhalterin eine Schuld an diesen Umständen trägt. Weiter prangern die Tierschützer an, dass Bulle aus diesen Betrieben in den Läden unter dem Label «besonders tierfreundliche Stallhaltung» verkauft wird. Wenn das auf der Verpackung steht, ist klar, dass die Leute meinen, dass sie damit eine gute Tierhaltung unterstützen und dass sie nicht wissen, dass sie mit ihrem Konsumverhalten so eben die Massentierhaltung fördern. Insofern eben liegt die Verantwortung wirklich bei der Politik oder bei der Justiz, aber in meinen Augen weniger bei den Konsumenten und Konsumentinnen, weil sie regelrecht getäuscht werden von der Industrie. Das Sterben der Tiere sei nicht zu vermeiden, meint der Präsident des Berner Bauernverbandes Hans-Jürg Rüegsegger. Wollen tut das aber niemand. Das sind Tiere, die nicht zur Familie gehören, aber Nutztiere, die man auf dem Betrieb hat. Und jeder Abgang tut ihm weh und die Prozentrate muss möglichst tief gehalten werden, weil es tut dem Portemonnaie und schlussendlich der Bauernfamilie weh, wenn sie den Erlös nicht hat von diesen Tieren. Mit der Strafanzeige gegen die Mastbetriebe erhoffen sich die Tierrechtsorganisationen, dass die Behörden nochmal grundsätzlich über die Bücher gehen, wie Nutztiere artgerechter gehalten werden können.